Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Dead Space. Ja, jetzt mit offenem Fenster, wie ihr vielleicht seht, bei dem Geriesel und diesem kleinen Ausschnitt dahin. Ich weiß nicht, ob ihr ihn seht, müsst ihr. Ja, die Comarray-Anlage läuft, aber die haben die Rettungskapsel, die Hermit einmal abgeschossen hat, mit dem bösen Viech da. Und das ist scheiße. Habe ich schon mal gesagt, dass ich ein böses Gefühl habe? Zurück, alles clear. Geht nach vorne. Da ist was. Ah, Headcrab-Viech. Nein, es war nicht so ein Headcrab-Viech, aber. Wie ironisch. Diese einen Viecher, die Hände erinnern mich an Headcrabs. Aber nicht die Köpfe. Die ja eigentlich Headcrabs sind. So gesehen. So gesehen sind die Headcrabs Headcrabs. The Logic. So, irgendwann. Du. Nein. Ehrlich nicht. Versuch's gar nicht. Danke. Süßes kleines Kerlchen. Und dort dann angekommen und ich sag tschüss. Tut mir leid. Musste einmal vorbei. Webbahn brauchen wir nicht viel sprechen einfach. Obwohl wir vor anderthalb Minuten sowieso gesprochen haben. So, 7,5 Stunden haben wir schon. Ich habe es schon häufig erwähnt, aber das Spiel ist für ein Singleplayer-Spiel heutiger Zeit doch schon relativ lang. Aber es ist ja auch eigentlich nur ein Singleplayer-Spiel only. Wäre auch scheiße, wenn sich. War das schon immer Kanone 48? Drucktür mit AA-Kanone. NTR. Hier ist ja aber eigentlich nichts Anti-Air. Hier ist ja keine Air, hier ist keine Luft, hier ist. Müsste eine AS sein. Eine Anti-Space. So, schön erstmal leuchten mit unserem Taschenlämpchen. So, zwei Türen. Das ist scheiße. Also wissen wir nicht, auf welcher Seite wir aufpassen müssen. Von der. Da ist zumindest was, was nett sein kann. Können wir öffnen? Nein, ich will ich nicht. Wirklich. Komm, wir versuchen mal zuzumachen. Geht nicht. Pulsprojektile. Pulsprojektile, bloß nicht da drunter gehen. Hoch. Geh hoch. Na komm schon. Stell dich nicht so an. Ich werde jetzt. Nein, jetzt. Was war das? Ach genau, wir haben das eine Teil abgeschossen, kein Wunder. Ja, das waren wir selbst. Der Logic. Er ist nachgeladen, auch wenn nicht voll. Das Ding dürfte jetzt voll sein. Schön. Ja, trotzdem werden wir erstmal dieses Teil nehmen. Ja, öffnen bitte. Security Phone. Energieknoten. Speicherstation. Yay. So, dann bitte einmal safen. Ach ja, schöner Sonnenuntergang. Und dann. Manuelle Steuerung, ja. Boah, teleportieren. Jetzt beginnt wieder eine kleine Rage-Shooter. Oh, das Ding ist wirklich groß. Hey, du da. Maschinerie. What the fuck? Das ist wieder Leviathan, nur in groß. Ich weiß nicht, was ich. Was ist das, wie ich mache? Ach, das ist das Schiff. Okay, das hat sich gekehrt. Nein, du musst die Arme zerstören, schleudert alles auf. Da! Ich krieg gar nichts hin. Ich treff die Arme nicht. Oh, 47 an Intensität. So, müssen wir balancierte Treffer haben. Ja, das war knapp. Das ist ein richtig konzentriertes Face.
ist überhitzt. Werden wir es auf jeden Fall nicht. Ich denke, was wir machen werden, ist dafür sorgen, dass es weggeht, abläuft. Und dann höchstwahrscheinlich zum USG Wailer. Auf jeden Fall zu noch 2 A. Einmal 26 Höhen Integrität. Sagt das Teil halt an. Scheiße, groß. Zugtüren des Kommunikationsarrays werden geöffnet. Ist das Ding tot? USMB, dann hier spricht Kendra Daniels von der USG-Schiene. Öffnen Sie nicht die Rettungskapsel. USMB, dann hier ist Kendra Daniels von der USG Ishimura. Bitte kommen. Öffnen Sie auf keinen Fall die Rettungskapsel. Antworten Sie doch verdammt nochmal. Wailer war schnell tot. Die war echt schnell tot. Ich wünschte, ich könnte mit irgendjemandem reden. Alles bricht zusammen. Isaac! Isaac, sind Sie da? Oh, Gott sei Dank ist Ihnen nichts passiert. Ich habe versucht, Sie zu erreichen. Jemand hat die ganze Zeit mein Rick-Signal blockiert. Und durch den Zusammenstoß wurde es wieder abgesetzt. Hammond, wo waren Sie denn bloß? Ich habe versucht zu überleben. Ich habe ein paar medizinische Feuerwerke gefunden und mich selbst zusammengeflickt. Hören Sie. Ich breche die Mission ab. Ich scheiße auf den CEC und scheiße auf die Befehlskette. Wir müssen schleunigst hier verschwinden. Ich glaube, ich habe ein Shuttle auf dem Crewdeck geortet. Laut Protokollen braucht es einen neuen Singularitätskern, den wir aber vielleicht auf der Wähler finden. Das Heck hat sich in die Seite der Ishimura gebohrt. Ich werde jetzt hingehen und nach einem Einstieg suchen. Wir treffen uns dort. Hammond, alles klar. Isaac, wenn es stimmt, was er über das Shuttle gesagt hat, könnten wir noch eine Chance haben, hier wegzukommen. Lauf rüber zur Frachtbucht und sieh nach, ob du Hammond helfen kannst. In seinem Zustand wird er sicher nicht lange durchhalten. Alles klar. So, vielleicht haben wir doch einen Hof. Vielleicht gibt's doch... Vielleicht haben wir die Möglichkeit zu überleben. Wir haben dreimal in 3 Minuten gesaved. So, was erwartet uns? Nothing so far. That makes me happy. That makes me very happy. Very, very happy. Lastenaufzug. Ich habe übrigens mal per Grafikkartentreiber FXAA aktiviert. Vielleicht sieht es damit ja ein bisschen besser aus, das Spiel. Hoffentlich. Hoffentlich. Doch, war richtig sogar. Ups. Da kann ich mal Aggression an ein paar Glasscheiben auslassen. Rechts. Ne, wir können nicht dem Strahl folgen. Ich weiß nicht nett an. Oh, da war eine Headgrab. Bleibt manchmal mit Headgrab. Tot. Halt, Crap-Viech. Und. Nee, die waren schon tot, oder? Die haben wir schon genutzt. Wo ist die Headcrab? Da links bestimmt. Headcrab! 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 Weil das sind wirklich Head. Das sind die echten Headcrabs.
Das kann man nicht bestreiten. Dass das Headcrabs sind. Hauptatrium, vergessen Sie nicht. Ihre Rhythmen zu synchronisieren. Ebene 2. Warum können wir eigentlich nicht mehr Ebene 1? Das wundert mich ein bisschen. Oh, kommt jetzt wieder ein kleiner Bossfeind. Hoffentlich nicht. Naja, wenn, dann bitte gegen ein großes Viech, das nicht irgendwie Kapitänsteil kann. Vielleicht sehen wir auch vom Cockpit aus die USG Whaler. Das ist definitiv was Großes. Bei uns ist eine andere Frage. Ich höre auf jeden Fall was. Ach, die Viecher. Ich weiß nicht, was mit denen ist. Die sehen komisch aus. Aber Angst machen die mir nicht. Irgendwie tödlich sind die auch nicht. Aber sie halten viel aus. Und sie machen knochige Geräusche. Boah, das Ding ist so geil, um Viecher wegzumachen. Ganz ehrlich. Ach, das sind die Viecher, genau. Die meinen sich aufteilen zu müssen. So, die ist leider tot. Irgendwas hat sich regeneriert. Nö. Gucken wir mal der USG Whaler. Vielleicht sehen wir sie irgendwo von hier. Vielleicht sehen wir sie ja von hier irgendwo. Whaler. Nö, sieht nicht so aus. Scheint ist die Whaler nicht da. Nicht bei uns direkt. Warum haben sie eigentlich die Rettungskapsel genommen und gleich geöffnet, um reinzugucken? Da waren Fenster. Was für Depp. So, ist gut, dass wir brauchen mal gerade schön ein bisschen Munition für diese Waffe. Das sorgt dafür, dass wir schön Dings haben. Ja, ein bisschen Platz kriegen. So, ich nehme jetzt hier das Teil. Es könnte was von rechts kommen, ich weiß nicht. Schutz keine Schwissen. 13, da machen wir gleich wieder Monorash zum Schluss. Luftkanister Metal, okay. Inventar, Halbleiter, Rubin für 10.000. Seltene elektronischen Komponenten im Shop verkaufen, um Credits zu erhalten. Ja. 22.000, das reicht erstmal für ein bisschen Munition, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, das dürfte erstmal reichen. Nachgeladen. So, das dürfte wirklich erstmal. Naja, ist gar nicht mal so viel. Du schon wieder. Edgar. Das ist ein Kopfschalle. Kopflos heute. Dann bitte einmal. Ready to burn everything. Pff. 3000 Credits, danke dir, Edgar. Monorail-Station. Die sieht noch düsterer aus als sonst. So, okay, dann geht's jetzt ab zum nächsten Kapitel, ne? So. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, hoffe, dass es euch gefallen hat und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer GCG.